Möglicherweise war es auch sein letzter. Nun, vielleicht, vielleicht das Beste zum Schluss. Aber wenn dieser 10.000 Meter auf dieses Prädikat bekommen soll, dann müssen Sie sich schon sehr beeilen angesichts dessen, was wir hier in Brüssel heute Abend schon erlebt haben. Paul Tergat und Salah Hissou. Salah Hissou, der nach Olympia wieder zurückgegangen ist nach Marokko und in der Höhe trainiert hat, im Süden von Marokko, in einem Skigebiet, in den Ifranbergen. Sigi sagte, das war es, Ifranberge. Im Atlasgebirge? Nein, es müsste weiter südlicher sein, glaube ich. Aber es ist ja irgendwie ein Skigebiet hier. Das gibt es ja. Du hast mir mal erzählt, bei den letzten Weltmeisterschaften... Man konnte von Spanien aus hinüberschauen und man machte damit auch Reklame. Also das ist auch ein ideales Trainingsgebiet für diese Athleten, aber... Also, da hat er sich noch mal vorbereitet, um Schwung zu holen. Ein kleines 10.000 Meter Feld, viel kleiner als gewohnt. Nur 15 Läufer. Das erleichtert uns, die Übersicht zu behalten. Aber das wird, denke ich mal, so schwer nicht sein. Denn Kipkoskei, Coach, Zerual, Kororia, Tergat, Bikila, Natavulikura. Ja, das wird sein. Tergat hatten wir schon genannt. Und Nisigama, das sind die Aspiranten für eine gute Zeit. Haile Gebrselassie hat letztens gesagt, also ich komme mir vor, als wenn ich Vollgummi beraten Fahrplan aufgestellt hat. In keinem anderen Rennen, denke ich mal, sind die Zwischenzeiten so wichtig wie über 10 Kilometer. Und der erste Kilometer, oh ja, 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 also geht es hier um 10 Kilometer oder 5000 Meter? 2:38,99, also das verblüfft mich ja doch. Entweder stimmt das Feeling nicht, wer ist hier an der Spitze, wer ist der Pacemaker, das ist Luke Kipkoskei. Entweder stimmt das Feeling nicht oder sie greifen wirklich nach den Sternen. Denn Gebrselassie in Hengelo lief den ersten Kilometer bei seinem Weltrekord in 2:42,21 an. Immer wieder neue Dimensionen, immer wieder neue Zeiten, die man staunend zur Kenntnis nimmt, an die man sich gewöhnen muss. Was ist in diesem Jahr auf den Langstrecken wirklich alles passiert? Von wegen Leistungsstagnation, weil dort der Überläufer Haile Gebrselassie seit 93 die Szene bestimmt. Nichts dergleichen, nichts dergleichen. Keiner lässt sich von denen schocken. Sie antworten zumindest, sie versuchen es. Da im gelben Trikot, das ist Salah Hissou. Man spricht natürlich immer von den Erfolgreichen, aber auch die Enttäuschten sollte man nicht vergessen. Khalid Skar zum Beispiel, der auch große Mühe hatte, überhaupt noch den olympischen Wettkampf zu bestreiten, und auch er wird nicht mehr zu sehen sein, weil er ganz einfach zu schwach ist, um hier mitzuhalten. Oder ein Ismael Kirui, noch im vergangenen Jahr war er König über 5000 Meter, in diesem Jahr nichts von ihm zu sehen. Die Palette ließe sich fortsetzen und das ist eigentlich das Schöne. Das ist das Schöne im Gegensatz vielleicht zu den 3000 Metern Hindernis, dass hier immer wieder 10.000 Meter laufen. Machen wir auch 13:21. Die 5000 Meter werden angelaufen. Wieder ein guter Vergleich. 13:21, ein paar zerquetschte hatte Gebrselassie in Hengelo. Das heißt, man ist hier 4 Sekunden langsamer, aber das Tempo ist jetzt sehr, sehr gleichmäßig geworden. Die Kenianer machen das Tempo und sie machen Musik, nicht nur auf der Bahn. Aber Kenny Herr ist nicht dabei hier, nein. Er könnte aber dabei sein. Das ist wahr. Kipkoskei, Zawi und Paul Tergat und Salah Hissou an der vierten Position. Salah Hissou, der ja seine internationale Karriere 92 begann und der auch so wie Paul Tergat ein hervorragender Crossläufer ist, der hier in Brüssel seine persönlichen Bestzeiten gelaufen ist. 27:21,75, das war 1994, dann war er bei der WM Vierter, als Gebrselassie vor Skar und Tergat gewonnen hat. Und Paul Tergat ist sicher mein Favorit hier für dieses Rennen. Paul Tergat,
der zuletzt so hervorragend gelaufen ist über die Unterdistanzen aus seiner Sicht. Paul Tergat, das ist der Mann mit der 15. Die 8 ist Paul Coach und die 9, das ist Cem Kororia, der jetzt hier das Tempo macht. Noch 11 Runden zu laufen. 3 Kenianer gegen Salah Hissou. Die anderen sind schon ein bisschen zurückgefallen. Auch Worku Bikila, der ja hier in Brüssel im vergangenen Jahr seinen ersten Zehner gelaufen ist, mit 27:06:44 gleich eine persönliche Bestleistung markierte und Kirui und Hissou geschlagen hat. Hissou im vergangenen Jahr Dritter. Der ist aber auch schon weg. Die 3 Kenianer gegen Salah Hissou. Frage, kann man jetzt noch ein bisschen zulegen, um vielleicht in die Nähe der Marke von Haile Gebrselassie zu kommen. Tergat ist ja in Zürich auch eine 12:54:72 über 5000 Meter gelaufen, als er dem zweitplatzierten Haile Gebrselassie auch noch bedrohlich nahe gekommen ist. Da gab es auch Landesrekorde durch Bulami, Kennedy, Sigir und so weiter. 6000 Meter jetzt auch wieder der Vergleich. 16:04:69. Man macht ein bisschen Bodengut wieder auf Gebrselassie. Das ist eine knappe Geschichte. Bewegt sich im Moment im Limit von etwa 2,5 Sekunden. Also da ist noch alles möglich hier auf den 10 Kilometern von Brüssel. Und wenn Sigi vor das Wetter ein bisschen beklagt hat, für die 10 Kilometer ist es natürlich ideal, gar keine Frage. Aber selbst was die Sprinter aus diesen Bedingungen gemacht haben, also es ist ein super Meeting. Wenn das so weitergeht, dann dürfen sich die Berliner wirklich freuen, denn da gibt es einen ganz harten 5000er und da wird wahrscheinlich Leon Gabo mit dabei sein. Salah Hissou wird es versuchen, Paul Tergat wird es auch versuchen, aber die Betonung liegt auf Versuchen. Nach so einem Zehner weiß ich nicht, wie es geht. William Kiptum, Salah Hissou immer noch an der 4. Position. Von hinten kann keiner mehr kommen, kein Natabilikura, kein Alois Nisigama. Der Abstand ist schon zu groß. Auch Salah Hissou hatte ja nach Atlanta leichte Probleme in der Leistengegend, konnte nicht laufen. Und wir gehen noch mal zum 3. und letzten Versuch. Wer weiß, wenn sie drüber kommt, geht es noch weiter. Nein, schafft sie nicht. Wäre auch etwas ungewöhnlich gewesen. Aber immer sympathisch lächelnd Inga Babakova. 2,03 Meter übersprungen hier in Brüssel, reiht sich wunderschön ein in die vielen, vielen hervorragenden Resultate, aber der Umschnitt natürlich sofort. Irgendwo hat man das Gefühl, dass hier gleich irgendetwas passieren wird. Salah Hissou läuft sehr, sehr kontrolliert hinter den 3 Kenianern. Und die Leistungsfähigkeit von Cem Kororia in allen Ehren, der Mann mit der 15, Paul Tergat, wird irgendwann etwas tun müssen. Vorher auch noch Paul Coach aus Kenia. Es gibt ganz klar bei diesem Tempo auch gleich Überrundungen. 8000 Meter sind gleich erreicht, aber gleich. Ja, erstmal schnell zu Stefka Kostadinova. Dritter Versuch über 2,05 Meter. Dritter Versuch über 2,05 Meter. Hier ist sie gesprungen in Atlanta mit neuem olympischen Rekord. Jetzt ist auch hier ein wenig der Dampf raus. Die Verabschiedung für Stefka Kostadinova, die den Wettbewerb gewinnt. So ist es vor Inga Babakova hier in Brüssel und damit jetzt aber schnell und flott und hopp zu den 10.000ern. Wo man im gleichen Limit ist, auch bei der Zwischenzeit über 7 Kilometer und die Kenianer sind nur noch zu zweit. Da ist nur noch Paul Coach, Paul Tergat und dann Salah Hissou.
mit der 14. Das ist Kamil Maase aus Holland, der nur staunend zusehen kann, was die hier veranstalten. Der ist überrundet worden. Und jetzt kommt die Attacke von Paul Tergat. Jetzt geht das Rennen in seine entscheidende Phase. Zwischen Kilometer 7 und 8. Tergat gegen Salah Hissou. Hissou, der ja zusammen mit El Guerouj in einer Trainingsgruppe trainiert. Khalid Ska ist sozusagen die andere marokkanische Fraktion. Der ist meistens in Formö oder in Oslo, wo er ja auch zu Hause ist. Diese Gruppe um El Guerouj und Salah Hissou, ich würde mal sagen, die ist ziemlich heimisch. Wenn sie nicht bei Wettkämpfen in Europa unterwegs ist, dann trainiert sie in Marokko. Noch 6 Runden zu laufen. Noch 6 Runden zu laufen. Es geht auf die 8 Kilometer Zwischenzeit zu. Paul Tergat gibt Fersengeld. Paul Tergat macht das Rennen schnell. Paul Coach ist aber noch dran. Auch von ihm eine sehr, sehr gute Leistung. Und der versucht sogar noch einen drauf zu geben. Das ist sozusagen die Kenia-Taktik, die man mit Gebre Selassie versucht hat, um den Salah Hissou müde zu machen. Aber wie lange kann das Paul Kutsch? Und das ist die Antwort von Salah Hissou. Das ist die Antwort. Er lässt überhaupt keine Zweifel aufkommen. Er ist derjenige, der jetzt aktiv wird. Überlässt nicht Paul Tergat die nächste Attacke. Und das ist sicherlich das Aus für Paul Kutsch. Mit solchen Attacken reibt man sich selbst auf. Das ist ein Gang nach Canossa, das ist ein Opfergang. Jetzt wird er zurückfallen, wird keine Chance haben. Da waren es nur noch 2. Salah Hissou gegen Paul Tergat. 2:39,48. Der schnellste Zwischenkilometer, der je gelaufen wurde. Mit 2:38,99 hat man begonnen. Aber dieser Kilometer, der hat jetzt im Fahrplan Weltrekordniveau. Absolutes Weltrekordniveau. Jetzt ist er besser unterwegs als Haile Gebre Selassie 1995 durch diesen Kilometer zwischen 7 und 8. Sensationell diese 1000 Meter. Unglaublich. Und die Vorentscheidung. Denn Salah Hissou macht den Eindruck, dass er sich hier nicht übernommen hat. Er wird jetzt sein Tempo versuchen durchzuziehen. Weiterzuziehen bis ins Ziel und dann steht nur noch die Frage, schneller als 26:43,53 oder nicht. Das Rennen wahrlich nicht so gleichmäßig gelaufen wie in Hengelo von Haile Gebre Selassie, der ja 2 fast gleiche Hälften hatte mit 13:21,71. Hier war der erste Fünfer langsamer. Und auch dann sah es zwischen Kilometer 6 und 7 gar nicht danach aus, dass es so extrem schnell werden könnte. Aber dann dieser besagte Kilometer auf den 8. Jetzt werden wir sehen, wie der 9. abgeschlossen wird. Die Zeit bei Gebre Selassie 24:09. 24:09,63. Diese 2 Kilometer muss man jetzt schon sagen. Diese 2 Kilometer zwischen 7 und 9 sind sensationell. Salah Hissou. Der Mann, der sich gestählt hat bei vielen, vielen Rennen, der in diesem Jahr seinen Leistungshöhepunkt wahrscheinlich erreichen wird. Liebt den Cross wie viele der afrikanischen Läufer. Und das zahlt sich halt aus. Auch wenn es mancher nicht so gerne hört. Wer nicht cross läuft, ist auf der Bahn meistens auch nur zweite Garnitur. Wunderschöner, langer, lockerer Schritt von Salah Hissou. Gegen oder in Atlanta musste er noch die Überlegenheit von Paul Tergat anerkennen. War dort deutlich geschlagen, 20 Sekunden hinter dem zweiten. Da gab es ja nur die Auseinandersetzung zwischen Haile Gebre Selassie und Paul Tergat. Das war ganz knapp, wenn Sie sich entsinnen könnten. Er war deutlich dahinter. Dann die Sigama, der auch hier dabei ist, der auch hier noch gut dabei ist, aber halt weit, weit zurück. Der Sprecher tut auch alles, um ihm jetzt noch Mut zu machen, um die Zuschauer zu pushen.
24:01, liebe Zuschauer, 24:01 über 9 Kilometer. Das heißt im Klartext ein Plus von über 8 Sekunden, von über 8 Sekunden auf die Fabelzeit von Gebre Selassie, die 26:43:53. Das ist eine verrückte Welt. Was sind das für Türen, was sind das für Dimensionen, die hier erschlossen werden? Wohin geht die Reise über 5 und 10 Kilometer? Da müssen ja manche den Mut verlieren. Wie diese Läufer den Rest der Welt aus den Pantinen kippen, aus den Spikes laufen, das ist unglaublich. Nicht nur Äthiopien und Kenia, nein, auch Marokko. Gut, so neu ist das nicht. Khalid Skava, Olympiasieger 92. Aber halten wir es dabei, dass wir es mit Afrika umschreiben. Afrika und der Rest der Welt. Nichts anderes gibt es. Salah Hissou, Glocke für die letzte Runde. Jetzt kann er zehren. Er hat Vorsprung. Es wird klappen. Da muss er fast stehen bleiben, wenn das jetzt noch schief gehen sollte. Jetzt kann er ernten, was er gesät hat zwischen den Kilometern 7 und 9. Ich sage das noch einmal. Die waren so sensationell unter 2:40 gelaufen. Hissou, Hissou, Hissou. Super Stimmung im Budaum-Stadion. Und das ist die Krönung. Das ist die Krönung der Auslese, möchte man sagen. Ein Sportfest, was kaum einen schwachen Punkt hatte. Weltrekord über 1000 Meter der Frauen. Super Zeiten in den Sprints. Und nun diese 10 Kilometer. Salah Hissou, komm, die letzte Bahn, die letzten 100 Meter. Es ist so gut wie perfekt. 26:43:53 musste er schlagen. Er hat es getan. 26:38:09. Der letzte Kilometer 2:36:12. Den ist Gebre Selassie. Es ist aber nur eine statistische Fußnote schneller gelaufen. Aber er hat den Weltrekord und er hat sich ihn erarbeitet, erlaufen. Zweiter Tergat, 26:54:41 ist das Kenia-Rekord. Nein, ist es nicht. William Sigai war bei seinem Weltrekord in Oslo